Das ist überhaupt nicht gut, dass wir hier auf den Bahngleisen sind. Gehen Sie von den Gleisen runter! Oh oh. Gosha Garmin saying a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir. Ja, ich bin wieder außerhalb von Los Santos, sogar in Palito Bay. Das heißt, weiter weg von Los Santos könnte man nicht sein. Genau. Und, ich habe jetzt ein Motorrad, mit dem wir Streife fahren. Ich dachte mir mal, wir machen was Neues. Und deswegen dachte ich mir halt, wir machen jetzt die Motorradstreife. Quasi Highway Police sind wir jetzt. Unser Motorrad ist da vorne ein bisschen kaputt. Pass auf, wir machen das mal eben. Reparieren. So, jetzt. Also haben wir sogar einen richtigen Helm auf. Nice. So muss das sein, ob das ein bisschen buggy aussieht. Okay. Ja, ja, ja. Wir spielen jetzt Highway Police. Ich hoffe, das funktioniert. Wahrscheinlich eh nicht. Aber, gut. Wir haben Armed Individuals. Okay. Da, responden wir. Das Schöne ist, auf dem Motorrad ist man schön wendig, ja, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, man haut, also man ist ungeschützt und es haut einen schneller runter, als man runterhauen sagen kann. Genau. Ah, okay. So. Das ist da oben in diesem gelben Kreis, oder was sind diese grünen Dinger da? Sind das Tiere? Oder sind das, ich weiß es, also, hä? Naja. Oh. Oh, oh, ho, ho, ho. Warte mal. Da wird doch gerade ein Tier gejagt. Das ist aber ein Random Event. Das ist ein Jäger. Okay, den können wir jetzt nicht kontrollieren. Wir haben es hier. Na super, ist gleich ein Berglöwe. Wir haben jetzt hier Shooting. Shootout, mehr oder weniger. So. Genau. Hallo. Dürfte ich mal gerne Ihre ID sehen? Oder ich hätte mal gerne Ihre ID, so rum. Wie heißt denn James? Was? Sullivan. Okay. James Sullivan. Leute, Friends, da ist es. Okay, dann ist mit Ihnen alles in Ordnung. Können Sie mir sagen, was. Ob Sie was gesehen haben? Ich höre es, glaube ich, schon. Oder ist das doch da vorne der Jäger? Wir fahren hier nochmal ein bisschen rum. Und irgendwo muss doch hier was sein. Ansonsten ist es, glaube ich, der Jäger hoch. Wir fahren mal zum Jäger und stellen dem mal zur Rede. Machen wir mal aus hier. Also zuallererst, bitte. Hat er den jetzt getötet? Ah! Oh Gott. Was geht da ab? Ey! Nehmen Sie die Waffe runter! Nehmen Sie die Waffe runter! Ey, und Sie sind jetzt auch. Ich brauche Unterstützung. Gehen Sie beide auf den Boden. Das ist überhaupt nicht gut, dass wir hier auf den Bahngleisen sind. Okay, ich bedrohe die erstmal. Wir warten auf die Verstärkung, glaube ich. Das ist nicht gut, dass wir auf den Bahngleisen sind. Okay, warte, ich nehme jetzt doch mal einen fest. Oh, scheiße, da kommt der Zug. Kommen Sie, gehen Sie. Jetzt reicht die Zeit dazu noch? Ich glaube nicht. Gehen Sie von den Gleisen runter! Oh, oh. Hoffentlich überleben sie es. Ihre Beine werden. Oh. Haben sie es überlebt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, gut, wir haben nur noch einen Suspekt. Der andere wurde durch einen Sniper-Schuss. Schon krass, dass es überlebt hat eigentlich. Das wurde von der Sniper angeschossen. Und hat es überlebt. Naja, wo man einen Transporter und hierfür. Weil ich hol's mal wieder EMS. Scheinbar kommen die doch öfter.
Oh, scheiße. Ja, aber die Zelle hätte halt nicht mehr gereicht, um den noch schnell zu verhaften. Naja. Das ist aber nicht gut jetzt. Naja. Fahr sie bitte nicht runter. Ich glaube, sie haben das hier eh unter Kontrolle. Dann fahren wir weiter Streife. Ich glaube, sie haben das alles unter Kontrolle. Oder jetzt kommen sie erstmal von den Gleisen hier weg. Ja, das kann ich ihnen ja nicht antun. Auch wenn sie jemanden erschossen haben, ne? Das wird auf jeden Fall eine versuchte Tötung nach sich ziehen. Aber, gut. Wir fahren mal weiter. Oh, das ist ein Berglöwe. Okay, Umland ist witzig. Umland ist, glaube ich, sehr witzig. Gut, die Kollegen kümmern sich jetzt um alle Todesfälle, die hier passiert sind. Wir fahren hier irgendwie quer durchs Gemüse aus irgendeinem Grund. Warte, wir fahren mal auf den Weg. Ja. Also wenn man das Weg bezeichnen kann, ne? Also das ist ja immer... kommt immer drauf an, was für ein Typ man ist. Shots fired, Officer. Okay, requesting backup. Da gehen wir hin. Was ist denn heute los mit Schießereien, Alter? Achso, warte mal, ich glaube, ich muss noch eben, genau, ich muss mir noch den Cutmode rausnehmen. Ja gut, dann fahren wir da, oh, dann fahren wir da halt mal hin. Oh Gott, wir sind komplett falsch gefahren. Egal, passt schon. Das passt schon. Ah! Oh, oh, aua, 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 aua. Pistole. Nehmen Sie die... Aber das, mit denen kann man nicht reden, oder? Mit denen kann man, glaube ich, nicht reden. Ah, ich sehe nichts. Okay, wir können heute nicht in First Person spielen. Das geht nicht. Ich brauche Overlay Away unbedingt. Wo ist denn der jetzt? Gehen Sie auf den Boden. Okay, egal. Warte, warte, das klappt so nicht. Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Huhuhu. Scheiße. Unser Kollege hat auch schon das Zeitliche gesehen. Ich glaube, da holen wir schon mal EMS. Die sollen sich aber noch fernhalten, bevor wir nicht alles gesaved ist. Also wir probieren mit zu verhaften. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie. Okay. Das hat nicht geklappt. Scheiße. Gut. Das. Okay, wir haben jetzt. Ich glaube, nur zwei, oder? Warte mal, sind hier noch irgendwo Leute? Vielleicht flüchten da welche da hinten, aber die joggt nur. Sieht nicht nach einem Flüchtenden aus. Ne, ich glaube, es waren wirklich nur zwei, die hier rumgeschossen haben. Gut, dann holen wir noch hier ein EMS und da hinten auch nochmal. Aber der ist jetzt eh für den da. Eigentlich. Achso, einer für den Officer und einer für den. Perfekt, das passt. Wir schauen uns dann mal die Karre an, die ziemlich durchlöchert ist. Oh shit, das. Aber kein Glas ist gesplittert, ja. Also das war ein ziemlich schlechter Schütze. We did all we could. Oh. Okay. Alter, 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 okay, okay, ich muss hier mal eben weg. Jetzt habe ich mal ein EMS angefordert. Ein EMS, ein Corona. Das Polizeiauto hier werden wir wohl auch abschleppen müssen. Ich glaube, so schnell wird der hier nicht mehr mitfahren. Leider. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nehmen Sie die Hände hoch. Ah, was? Was war das? Da kommt jemand plötzlich her und schießt uns ab. Finde ich aber nicht freundlich. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ja, hi Michael. Du musst gleich wieder zu einem Highway Cop. So. Und wir holen uns wieder einen Truck, Motorrad. Was für ein Wetter haben wir denn gerade? Naja, eigentlich können wir auch mal mit anderem Wetter spielen, oder? Hier, Overcast ist es, glaube ich, was wir gerade hatten. Clearing, Rain, Thunder, Snow, Blizzard, Light, Snow, XMS, XMS. Dann machen wir mal hier, Overcast. So. Spielen wir mal mit ein bisschen anderem Wetter als sonst immer. Achso, ist Overcast Schnee. Ja, kommt kein Schnee. Okay, ich dachte gerade schon, weil das sieht immer auch so ein bisschen aus von der Belichtung her. Da hinten, gut, wir sind jetzt neue New Life quasi. Wir dürfen da jetzt
nicht mehr eingreifen. Ja, ich weiß nicht, wie wir das machen. Egal, wir haben Stone Truck. Wir gehen jetzt da hin. Stone Truck, wir sehen uns die Sache auf jeden Fall mal an. Ey! Sir, würden Sie bitte auf den Highway fahren? Oh. Ey, Sie fahren hier die Tiere über... fahren die Menschen über den Haufen. Brauchen um ihn Verstärkung. Ich kümmere mich mal so lange um den Herrn hier. Ah! Ja, ich glaube, für den holen wir ganz kurz Corona. Okay, wir machen doch mal weiter hier. Ich glaube, die brauchen, oder brauchen sie unsere Unterstützung? Ich weiß es nicht. Ja, flüchtet zu Fuß. Wir gehen mal hin. Ich meine, der Corona ist jetzt eh unterwegs. Alter, was? Das Motorrad ist mega buggy. Ich habe keine Ahnung warum. Alter, jetzt schnatzt der und warte, wir gehen mal nochmal aufs Motorrad. Gucken mal, dass wir den gejagt, gefangen bekommen. Oh, jetzt ist er gestolpert. Jetzt ist er gestolpert. Ja, okay, ich glaube, die haben den unter Kontrolle, oder? Okay. Perfekt. So, dann machen wir, hoch. Die wollte ich gar nicht hin, ich wollte nach oben. Ob das Opfer jetzt, wahrscheinlich ist es eh schon abtransportiert, oder? Ja, den kannst du auch vergessen, ey. Der war ja tot. Also mit der Geschwindigkeit, da ist, glaube ich, auch keine Überlebenschance mehr. So, der wird jetzt abtransportiert und wir sind Code 4, würde ich sagen. Ja, okay. Genau, hier werden die Officer gegenseitig umgefahren. Wir schlängeln uns hier mal vorbei. So. Ah, schön. Solicitation. Okay, das ist der erste Einsatz, den ich nicht verstehe, von der Beschreibung her. Und den ersten Einsatz, den ich auch habe in der Art. Na, probieren wir mal aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn sich das nicht gleich... Search for the potential hooker, weil... Okay. Okay. Oh, what's your problem? Okay. Hooker was gar... Ah, okay, verstehe. Wir mussten jetzt eine Nutte quasi überführen. Okay. Wahrscheinlich war es die hier, aber wir haben jetzt keine Beweise mehr. Gut, dann hat sich das damit auch erledigt. Stone Vehicle spotted. Alles klar, den halten wir an. Beziehungsweise wir gehen da mit Code 2 hin. Code 2 kennt du, ne? Wissen wir alle. Oder kommt es eh entgegen? Ich lasse sie vorbei, fahren sie ruhig. So, und jetzt hatte ich sie an. Alter, was macht der? Hey, ich kann nicht mehr lenken. Ja, okay. Gib dir noch mehr. Oh. Oh. Unlock the Patrol. Okay, die haben den, glaube ich. Das ist viel zu einfach irgendwie. Ich meine, die haben den da vorne schon gestellt, weil zwei Einheiten. Das ist viel zu einfach. Ah, doch nicht. Okay, ich sag nichts. Okay, das Auto ist geklaut und der fährt jetzt quer durchs Gemüse. Das ist überhaupt nicht gut. Das heißt, wir zerschießen am besten mal die Reifen. Lass uns nicht wieder durch. Also auch, warte, wir tasern den im Auto, oder? Wobei, das klappt, glaube ich, nicht. Oder es klappt schon, aber ich glaube, in der Geschwindigkeit nicht. Das ist viel zu gefährlich. Weil wenn der dann aus der Fahrertür rauskommt, ist er instant down. Bleiben Sie stehen! Oh Gott, ein Abschlepper. Alter, okay. Suspect hat einen Unfall. Ah! Steigen Sie aus dem Fahrzeug! Steigen Sie aus dem Fahrzeug sofort. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir machen die Heckscheibe kaputt. Nein! Nein, jetzt habe ich ihn getötet.
Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Heckscheibe kaputt machen, dass wir dann da durchtasern können. Nein, das wollte ich nicht. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich ihn in den Hinterkopf geschossen habe. Okay, wir müssen mal eben aus dem Auto hier raus. Och Mann. Naja, jetzt durchsuchen wir die Karre zumindest mal. Achso, für sie holen wir natürlich noch ein EMS. Kuchen. Okay. Ah, ich hab dem Hotshot gegeben. Das ist, glaube ich, nichts mehr viel zu machen. Ein Tennis-Racket. Wieso ist das Motorrad auf der Seite jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß warum. A homemade grenade. Okay, dann war sie böse. Wobei die Karre war gestohlen. Weil ich glaube nämlich, wenn ich das Ding noch ein bisschen rollt und ich absteige. Ne, es gibt dann nicht um. Warte mal, ich probier's nochmal. Oh Gott. Ja, okay, ich weiß, woran es liegt. Alles klar. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das Motorrad zum Stehen bringe. Weil mit einem Mod, dass man aussteigen kann, egal wann. Hallo, Fan. Sie lebt. Sie lebt. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. Sind Sie auf den Boden. Haben Sie es also nur vorgetäuscht? Ich habe Ihnen einen klaren Kopfschuss gegeben. Scheinbar. Haben Sie also alles nur vorgetäuscht? Finde ich nicht gut. Sie werden sofort abtransportiert und sind beschuldigt eines Fahrzeugklaus. Zudem findet sich in dem Fahrzeug eine Granate. Das wird jetzt doch abgeschleppt. Hallo. So. Nicht freundlich von Ihnen. Ja, Sie haben mir einen Schock eingebrockt. So, das Auto hier, das wird eh gleich abgeschleppt, das heißt, könnt schon weiterfahren. So. Vorne ist ein LKW, sollen wir den mal kontrollieren? Ich glaube, wir machen das mal. Sie warten jetzt hier, bis der kommt. Ah, da kommt er und dann fahren wir gleich hinterher. So. So, fahren Sie bitte mal rechts ran. Achso, ich muss jetzt hier daneben fahren, weil ich sonst zu weit weg bin vom Fahrerding, ne? So. Bitte mal rechts ranfahren. Okay, warte, wir müssen ein bisschen nach hinten gehen. Wobei, fahren Sie bitte noch ein bisschen. Dann sind wir mal woanders rechts ran. Hier ist nicht gut. Ja, meinetwegen. Alter, jetzt stell die scheiß Motorrad hier. Uff, ich krieg einen Anfall. Ach, leck mich doch. Okay, wir gehen jetzt aus dem Suspekt. Und den Helm brauchen wir nicht mehr. Einen wunderschönen guten Tag. Ich sehe zwar gar nichts. Warte mal. Ah! Nein! Ich leg doch am Boden und sie haben mich umgefahren. Ich bin nicht hört. Arschloch. So. Einmal bitte Ihre ID. Vergessen Sie den kurzen Zwischenfall. Was macht der? Wieso läuft jetzt hier die Weltgeschichte? Egal. Dylan Cook. License is valid. No active variants. Okay. Ich würde Sie gerne mal... Huch. Das wollte ich nicht. Entschuldigen Sie. Ah. Nein. Nicht reden. Nicht... Ah. Aber Moment, die können gleich draußen bleiben. Ihr Auto werde ich ersetzen. Ich habe da außen dagegen getreten. Jetzt steigen Sie bitte mal aus. Ey, nein, 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 nein. Ey. Nein, 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 nein. Ey, 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 ey. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleib. Was das merke ich mir. Okay. Verfolgung. 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 Nein, nein, sie fahren jetzt hier nicht weg. Sie fahren jetzt hier ganz sicher nicht weg, ja? Außerdem müssen sie kaputten Reifen, dann dürfen sie nicht mehr fahren. So, Herr Kollege. Ah! Machen Sie bitte raus. Jetzt steigen Sie aus. Ah! Okay, das geht nicht anders.
Wir müssen hier die Reifen zerschießen. Nein. Alter, der war doch drauf. So, pass auf. Wir machen jetzt hier, schießen die Seite ein. Okay, das Fenster ist schon runter. Scheiße. Okay. Nehmen Sie die Hände hoch. Ey! Nehmen Sie die Hände hoch! Ich sehe nichts. Da vorne ist er. Nein, springen Sie da nicht runter. Ey. Wo ist der? Ich habe ihn verloren. Da unten ist er auch nicht. Ich habe ihn nicht ernsthaft verloren. Nein, jetzt falle ich da runter. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Okay, ist er hier unten? Irgendwo? Ist er bestimmt irgendwie hier lang gerannt, oder? Sir, wo sind Sie? Der Widerstand ist zwecklos. Zumindest behaupte ich das. Ah, jetzt sind wir ganz alleine. Sir, ich habe Angst. Oh, Lagerfeuer. Ja gut, ich würde sagen, das Suspect ist weg. Hat er raffiniert eingefädelt, würde ich mal sagen. Gut, aber es wird eh morgen jetzt, ne? Ne, es wird, okay, es ist tiefste Nacht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSBTFA. Ja, es ist nicht so gut gelaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.